Heute bekommst du dein persönliches Engelorakel für die nächsten 3 Monate. Die Karten sind bereits gemischt und ich habe die Engel gefragt, was die nächsten 3 Monate für dich bringen, was in den nächsten 3 Monaten in deiner Zukunft auf dich zukommen wird. Für dich habe ich die Engel gefragt, was die nächsten 3 Monate so auf dich zukommen wird, ganz allgemein, und was die Engel dir sagen möchten. Wenn dir dieses Video gefällt, so gib mir gerne einen Daumen nach oben und schreib mir auch gerne in die Kommentare, was dein Orakel gesagt hat. Nun suchst du dir bitte deinen persönlichen Kartenstapel aus, entweder links, in der Mitte oder rechts. Entscheide dich bitte ganz einfach jetzt, welcher Kartenstapel für dich der richtige ist. Ist es hier der linke oder der mittlere oder der rechte? Triff deine Entscheidung bitte ganz aus dem Bauch heraus, ganz aus deiner Intuition. Lass den Verstand gerade einfach mal an Seite und triff deine Entscheidung für deinen Stapel, für deine nächsten 3 Monate. Bitte jetzt. So, nun wollen wir den ersten Kartenstapel natürlich aufdecken und mal schauen, was diejenigen erwartet in den nächsten 3 Monaten, die sich für den ersten Kartenstapel entschieden haben. Dazu stelle ich mal diesen kleinen Engel an die Seite, sonst wird er noch... Oh, es geht um finanzielle Entwicklungen. Das kann man hier sehr gut sehen. Erfolgreiche finanzielle Entwicklungen, erfolgreiche Möglichkeiten, neue finanzielle Möglichkeiten erwarten dich, wenn du deinem Gefühl folgst. Zumindest wird der Grundstein gelegt. Das sagt auch diese Karte der Schwangerschaft hier aus. Es ist zwar die Karte der Schwangerschaft, aber an dieser Stelle sagt sie natürlich auch etwas anderes aus, nämlich, dass es hier genau darum geht, dass etwas wachsen kann, sich daraus für dich eben neue Möglichkeiten entwickeln und neue Chancen sich offenbaren. Ne? Und das zeigt sich hier mit der Karo 10 aus dem Skat-Deck sehr, sehr gut, dass man sieht, ist das Grundthema, um das es für dich geht, sind erfolgreiche finanzielle und geschäftliche Möglichkeiten, die sich dir in den nächsten 3 Monaten offenbaren werden, die sich dir in den nächsten 3 Monaten zeigen werden. Wichtig ist natürlich, dass du dabei hörst auf deine Intuition, das, was sich hier in deinem Inneren entwickelt und entfalten darf, dass sich das auch entwickeln darf. Deine dritte Karte aus dem Engeltarot ist der König des Wassers. Es geht also in der Tat sehr, sehr stark auch darum, auf die Intuition zu hören. Das Wasser zeigt natürlich die Tiefe, auch die Tiefe der Gefühle sehr gut an, muss man sagen, was diese Karte sehr, sehr gut anzeigt. Die Engel werden dich also über deine Intuition, über dein Bauchgefühl führen. Es ist an der Zeit, Herz und Verstand für die Engel zu öffnen und zu wissen, dass die Engel dir einen wohlgemeinten und sehr, sehr guten Rat für dein Leben geben werden, der dich nämlich genau in diese Möglichkeiten führt, so dass sich neue finanzielle Möglichkeiten für dich offenbaren werden, für dich offenlegen werden und du und diese Ideen wachsen dürfen. Das zeigt sich hier sehr, sehr gut in deinen Karten. Also, wenn du dich für diesen Kartenstapel, für den ersten bzw. den rechten Kartenstapel entschieden hast, dann werden sich in den nächsten 3 Monaten für dich finanzielle Möglichkeiten ergeben bzw. entwickeln, die dich echt weit nach vorne bringen. Du hast dich also für den mittleren Kartenstapel entschieden und möchtest natürlich auch wissen, was die Engel dir für deine nächsten 3 Monate voraussagen. Was dir deine Zukunft bringen wird, das erfährst du natürlich jetzt in diesen wunderschönen Karten, die ich für dich bereits ermittelt habe, beziehungsweise die Engel dir bereitgelegt haben. Wir decken mal die ersten 2 Karten schon mal auf.
Man sieht, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass du eine Reise antrittst. Vielleicht ist es in den nächsten 3 Monaten an der Zeit, mal eine Urlaubsreise anzutreten oder auch verstärkt in meditative Reisen zu gehen. Auf jeden Fall geht es um Weiterentwicklungen und Möglichkeiten, die auf dich zukommen. Eine etwas ältere, von Natur aus dunkelhaarige Frau wird in dein Leben treten. Da kannst du dir sicher sein, dass diese Frau auf irgendeine Weise in dein Leben treten wird. Sie könnte auch so ein wenig eine mütterliche Art an sich haben, wie man hier sieht. Auf jeden Fall wird diese Frau eine Förderin sein. Eine Frau, die dich weiterbringt. Eine Frau, die dich emotional vielleicht ein bisschen antriggern könnte und damit auch zu kleinen Konflikten führen wird. Aber letzten Endes lassen sich die Probleme natürlich lösen. 7 des Feuers. Also es wird sicherlich, was mit dieser Frau zu tun hat, sehr, sehr temperamentvoll sein. Allerdings sind es positive Nachrichten. Gute Nachrichten, ein gutes Weiterkommen und Vorwärtskommen, was auf dich zukommt. Anerkennung und Belohnung für deine vergangene Arbeit kommt in den nächsten 3 Monaten auf dich zu. Das bringt dir diese Frau natürlich mit sich und das hier zeigt, du hast die Erholung einer Reise auf jeden Fall verdient. Vielleicht auch nur ein verlängertes Wochenende. Aber in jedem Fall wird etwas auf dich zukommen, wo du das Haus verlässt, wo du vielleicht auf eine Reise gehst und dir mal wieder etwas richtig Gutes und etwas richtig Schönes gönnen kannst. Und das ist auch wichtig, denn diese Belohnung für harte Arbeit in der Vergangenheit soll sich für dich in den nächsten 3 Monaten entwickeln. Kommen wir zu denjenigen, die sich für den dritten, also den rechten Kartenstapel entschieden haben und natürlich jetzt auch neugierig sind, was ihnen die nächsten 3 Monate bringt. Und was dir die nächsten 3 Monate bringt, schauen wir jetzt nach. Als erstes schau ich mal diese Kerze jetzt an die Seite und dann decken wir deine Karten natürlich auch auf. Es geht sehr, sehr stark, wie man schon sieht, um die Konfrontation mit deiner eigenen Person. Das heißt, du wirst einiges gespiegelt bekommen in den nächsten 3 Monaten, was Lernprozesse und Lernthemen deiner eigenen Person sind. Das heißt, auch die nächsten 3 Monate werden nicht unbedingt ein Zuckerschlecken sein. Hier sieht man auch mit der Pik 7, dass es hier auch vielleicht ein paar Ärgernisse, Streitigkeiten geben können, die das Leben so mit sich bringt. Aber das heißt hier nur, dass Triggerpunkte in dir angeregt werden, getroffen werden, die zu Diskussionen, zu Streitigkeiten und zu Konflikten führen. Natürlich gibt es für Konflikte immer Lösungen, die die Engel für dich bereithalten und diese findest du in deinem Inneren, wenn du deiner Intuition traust bzw. dir selbst vertraust. Das ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle und dementsprechend solltest du das auch beachten und solltest du das auch tun, nämlich in dein eigenes Vertrauen zu dir selbst zu gehen, um diese Punkte zu lösen und dann lösen sich auch in den nächsten 3 Monaten diese Konflikte von ganz alleine auf. Die dritte Karte, die Tarotkarte, ist die Königin des Wassers. Es geht also hier, sieht man nochmal diese Wellen auf der Karte, das Bild zeigt nochmal Chaos, sind die Konflikte, die einfach jetzt anstehen in den nächsten 3 Monaten, die vielleicht auch nicht ganz so einfach sein werden. Das ist sicherlich so, führen aber dazu, dass Beziehungen auch neue Ebenen erreichen. Wichtig ist auch hier nochmal die Betonung auf deiner Intuition, dass du deinen Gefühlen, deiner Intuition vertrauen solltest. Das ist ganz, ganz wichtig und du wirst dazu kommen, dass du also einfach wieder danach, wenn dieser ganze Konflikt sich hier gelöst hat, nämlich diese 3 Karten eben miteinander zusammengespielt haben, wird eine neue Ebene der Ruhe einkehren, in der du dich rundherum wohlfühlen wirst. Ich freue mich, wenn du mit deinem Engelorakel für die nächsten 3 Monate etwas anfangen konntest. Ich hoffe, dass die Engel dir damit helfen konnten. Wenn dir das ganze Video hier gefallen hat, freue ich mich sehr über deinen Daumen nach oben und schreib mir auch einfach gerne etwas in die Kommentare dazu. Ich freue mich sehr. Teile das Video überall auf Social Media mit anderen Menschen. Bedenke, immer dann, wenn andere Menschen dieses Video sehen, so ist es genau der richtige Zeitpunkt. Also, lass andere Menschen daran teilhaben und so, dass andere Menschen auch ihre Botschaft der Engel hören, sehen und verstehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit, Licht und Liebe und bis zum nächsten Video. Euer und dein Udo Golfmann. Tschüss.